Hallo Leute, und es geht weiter mit Dark Parables, der Fluch des Froschkönigs. Ja, wir sind hier an dem wunderbar idyllischen Brunnen, aber wir müssen noch weiterkommen. Wir haben ein Erbstück mit Blatt, einen Spiegel, einen silbernen Apfel, eine Spanischscheibe und einen Schlüssel zum Haus. Der passte da aber nicht rein, genau. Das war irgendwie das Problem. Das ist die Schwanenprinzessin, die da dargestellt wird. Da müssen wir noch rein. Aber da kommen wir doch her. Da war doch nichts mehr, oder? Das ist hier Schneewittchens Haus. Lässt immer so ein paar Äpfel hier runterpurzeln, aber hier liegt ein zerbrochener Gartenzwerg. Damit kann ich doch auch nichts anfangen, oder? Macht ja auch keinen Sinn. Gehe ich wieder zurück. Vielleicht gibt es ja woanders was zu tun. Ich muss die Kette zerschneiden. Hier fehlten mir die Schiffe. Genau, da habe ich noch gar keins. Passen denn hier diese Dinger rein? Nee, habe ich aber auch schon mal versucht. Das weiß ich noch. Aber ich habe doch hier einen Apfel. So mit Schneewittchen und so. Kein Zusammenhang. Kann ich den dann nicht so... Nee? Auf dem goldenen Podest fehlt was. Kann ich den da rauflegen? Oder da? Ah! Ja, das ist ja schon mal gut. Dann fehlt da ja auch noch einer. Und hier kann ich die Spanscheibe irgendwie benutzen. Nee. Kann ich nicht. Der will sein Schwert. Ich habe keine Ahnung. Hier ist auch noch ein Schlüssel. Passt der? Das ist aber ein Schlüssel zum Haus, steht da auch. Passt also nicht. Ach so, ich soll hier wieder wimmeln. Deswegen komme ich nicht weiter. Ja, ich benutze halt so selten die Karte. So, die Schwäne habe ich jetzt auch schon mal. Dann suche ich noch die Kette. Wo ist dieses lange Ding? Nee, das ist schon fertig. Das ist auch fertig. Nee, das ist noch nicht fertig. Da suche ich so ein langes Ding mit so einem... wie so eine kleine Krone obendrauf. Oh, hier sind so viele Stäbe. Ich sehe das nicht. Ich klicke hier einfach mal wild rum. Vielleicht ist es hier zufällig mal dabei. Ich sehe das hier einfach nicht. Ich hole mir einen Tipp. Das kleine Ding, oh Mann, oh ey. Ah. Man kann nicht immer alles sehen. So. Nee, da komme ich her, es ist Quatsch. Aber ach so, das ist jetzt der Schwanenschlüssel. Ja, das ist gut. Das ist nicht gut. Ich muss hier lang. Jetzt komme ich da endlich rein. Na, endlich. Ändere die Paneele so, dass alle zusammen die korrekte Anzahl Fische ergeben. Wie? Gott, dann muss ich die ja immer durchzählen, ne? Es sind 20 kleine... Was sind das hier? Goldfische jetzt? Sind die Goldfische damit gemeint?
oder andere Fische. Nee, davon gibt es, glaube ich, am meisten. Oder? Oh Gott. Ist das jetzt ein... Wenn ich jetzt wenigstens wüsste, was das für Fische sind. Aber es müssen ja die hier sein, diese orange-weiß gestreiften. Die anderen gibt es ja gar nicht so häufig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 11, 12, 13, 14, 15 zumindest schon mal. Vielleicht hier ein bisschen mehr. Nee, es sind immer nur drei. Es sind auch nur vier. Hier vielleicht noch mehr. Da komme ich doch nie auf die Anzahl. Verstehe ich nicht. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich komme immer nur so auf 15 und so. Wie sollen das denn 20 werden? Hm. Keine Ahnung. Es werden ja nur immer weniger, also... Das hier sind ziemlich viele. Ja, hier schon mal wenigstens fünf. Muss man eigentlich nur gucken, dass man am meisten hinbekommt. Aber hier sind immer nur drei maximal. Hier sind auch immer nur maximal drei. Ich verstehe das nicht. Ist das der falsche Fisch? Ich check das nicht. Hä? Hier sind doch gar keine anderen zu sehen, oder? Oder sollen das einfach insgesamt 20 sein und nicht nur die? Wie komme ich eigentlich darauf, eine bestimmte Sorte auszuwählen? Sind alle Fische, die ich zählen soll? Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dann sind es ja wieder viel zu viele. Deswegen sind das auch, werden auch weniger hier teilweise angezeigt. Okay. Jetzt sind das 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, jetzt bin ich aber knappi. Hier vielleicht einer mehr, das geht nicht, ne? Und hier einer weniger? Weiß ich schon wieder nicht, wie viel ich hatte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nee. Und wenn ich hier hinten diesen einen Fisch mache, ich glaube, das ist ganz gut. Ja, jetzt wären das 20, aber das sind zu viele. Oh Gott. Und ich hier die ganze Zeit am Goldfisch zählen. Bescheuert, echt. Manchmal denke ich auch ein bisschen zu kompliziert. Ach ja. Irgendwie ist das Rätsel doof. Ich kann mir das auch einfach nicht merken immer, wie viele ich gerade pro Bild jetzt gezählt habe, sodass ich das einfach nur noch mal zu- und abziehen müsste. Ich muss sie mal alle noch mal zählen. Ich komme damit nicht klar. Und wenn es richtig wäre, dann würde ja hier, ne? Wird das ja klappen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aber mehr ging doch hier auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh Gott, ich komme da einfach nicht drauf. Jetzt fehlt mir wieder nur einer. Es gibt's doch nicht. Welche Kombi habe ich denn noch nicht gehabt? Oh, das ärgert mich, ne? Hier, das sind jetzt ganz viele. Es muss doch gehen. Die beiden Schwertfische, ja oder nein? Oder nur einer? Ich überlege halt immer, weil der wird ja zusammen ja auch als einer gezählt. Jetzt sind das hier bestimmt wieder zu viele. Verändern wir das hier mal. Wie viele sind denn das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Einer weniger. Geht ja nicht, ne? 2, 4, 6 sind das. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. Warte mal. Und den hier weg? Ich komme da nicht drauf. Ich habe keine Lust mehr. Das gibt's doch nicht. Ich krieg das einfach nicht hin. Ich komme auf keine verfluchten 20 Fische. Ich überspringe das jetzt. Ja, ich überspringe das. Ich meine nur, ich wollte die Lösung sehen. Was ist das denn hier? Jetzt fummel ich hier die ganze Zeit rum und dann sehe ich die Lösung nicht mal. Ja, tut mir leid, Leute. Irgendwann reicht's. Ich bin auf keine verfluchten 20 Fische gekommen. Es tut mir leid. Ein elegantes Ballerina-Kleid, wie passend für eine Prinzessin. Das ist ein Gemälde der Schwanenprinzessin. Dieser Tür fehlt ein Juwel in der Form eines Blitzes. Ja. Was habe ich hier? Ein Paddel? Ein Ruder. Das ist ja fast dasselbe. Die Tür führt zu einem kleinen See. Ohne eine Scheibe öffnet sie sich nicht. Hier. Ich habe ganz viele Scheiben. Da, eine Schwanenscheibe. Bitteschön. Ah, das ist aber schön hier. Kann ich direkt loswimmeln. Das kriege ich wenigstens noch halbwegs gebacken. Das Schiff ist schon fertig, die Flasche ist auch fertig, aber das Blaue ist natürlich schwierig hier im ganzen Blauen zu finden. Ja, noch zwei Teile, das Blaue und das Braune. Jetzt fehlt nur noch das Blaue. Dachte ja immer, das wäre das hier vielleicht an ihrem Hals, aber es ist es nicht. Das liegt bestimmt hier irgendwo auf dem Wasser oben drauf und hebt sich kaum ab oder so.
sehe das nicht. Ach da, nee, das hat sich gar nicht in meinem Sichtfeld irgendwie abgehoben. Sag ich ja. So, jetzt haben wir eine dieser Flaschen. Die suchen wir ja, diese komischen Schiffchen. Überall stehen brennende Kerzen, was diesen Ort wie einen heiligen Schrein wirken lässt. Das kann ich mitnehmen. Das Mondlicht spiegelt sich auf der ruhigen Oberfläche des Sees. Einfach traumhaft. Ja, ist auch echt schön. Ich mache auch viel zu wenig Screenshots für meine Facebook-Seite. ich bin auf einen noch unentdeckten Bereich gestoßen, obwohl mich überrascht, mit welcher Sorgfalt der König diesen wunderschönen Garten geschaffen hat. Ich muss mich hier weiter nach Hinweisen umsehen. Okay, gehen wir mal erstmal zurück. Was haben wir denn jetzt? Ein Vorschlaghammer und ein Ruder haben wir jetzt neu. Vielleicht nutzt mir das jetzt draußen irgendwie. Was? Bestimmt. Ich kann die jetzt aber nicht hier aufhauen, ne? Nee, die öffnet sich bestimmt durch den anderen Apfel, den ich noch suche. Mir fehlt die Kraft. Ah, jetzt habe ich das Schwert. Und das kann ich doch jetzt sicherlich dem Ritter da hinten geben. Bitteschön. Auf deiner letzten Mission rettetest du meine geliebte Schwester Dornröschen. Lass mich dir dafür danken. Ich bin Prinzessin Eva, die erste Liebe des Froschkönigs. Nachdem mein Kuss ihn verwandelt hatte, hoffte ich, wir könnten glücklich leben bis an unser Lebensende. Jahre vergingen, schließlich Jahrzehnte. Während mein Haar langsam ergraute, blieb er jung. Ich erinnere mich noch an jenen Tag, als er mich in Händen hielt und ich meinen Atem aushaubte. Und zu diesem Zeitpunkt, in einem Zustand der Trauer und des Leidens, verwandelte er sich zurück in einen Frosch. Er ist verflucht, diesen Zyklus immer und immer wieder zu durchleben. Kuss, Verwandlung, Tod der Geliebten. Ich weiß, du bist hier, um die Tochter des Kanzlers zu retten. Doch um dies zu tun, musst du zunächst den Fluch des Königs brechen. Nimm diesen Schlüssel zum Gewächshaus. Dort wirst du deinem Ziel ein Stück näher kommen. Viel Glück. Kapitel 3. Ja, interessante Sichtweise des Froschkönigs. Dass er so einen Fluch hat und immer wieder dasselbe durchlebt. Aber heißt das dann, er hatte jetzt schon irgendwie 50 Frauen und alle sind immer gestorben und alle haben ihn immer geküsst und dies und das und oder wie? Hat er immer wieder neue? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich das Rätsel hier und das alles im nächsten Part mache, weil der jetzt hier zu Ende ist und außerdem muss ich husten. Und deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal vom Fluch des Froschkönigs. Bis dann!